Weiter geht's mit Black Mesa. Und wir haben endlich unser Ziel erreicht. Da ist noch ein Anzug wie unserer. Warum habt ihr auch so einen Anzug? Warum habt ihr auch so einen Anzug? This way, Gordon. Bin doch da. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected Phony. Themselves, that is. Sony nachmache. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Steinman. Der Name klingt irgendwie vertraut. Dr. Freeman, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. Was ist? I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you'll need it. Gucken. Steuerung. Woo! You're actually gonna go through with this, huh? Cool. This here is my personal collection. The best military grade hardware this side of the Rio Grande. Just promise you to put it in good use. Einmal voll machen, bitte. Aber ernsthaft, einmal alles voll, bitte. Ist auch alles voll. Yo, is it? Gut. So, weit so gut. Fat butt of good that PhD does me now, Ah, hier lang. Oh. Ah, duschen, oh. Sprühdusche! Irgendwie ist mir total mulmig gerade. Hello, Freeman! I'm up here! Practice your long jump if you must, but hurry up! Ja, ich weiß, Weitsprung. Wusch! Ich weiß, wie man den macht. Jetzt First Aid, warum? Alright, I can open the portal now. The process is complicated, and once it has begun, I must not be interrupted or I'll have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Jo. I will begin. Leider glaube ich nur, dass dann ganz viele Gegner kommen werden. Ich meine nur, hier liegt nicht umsonst Muni und Leben und so rum. Interessant. Das
hat ihr denn für fliegende irgendwas? Fliegende irgendwas. Flying somethings. Geht einem aber auch auf den Keks. Hast du es dann bald mal? Diese fliegenden irgendwas sind wirklich nervig. Geronimo! Okay. Warte, weitere Daten. Was? Seriously? Das war das Ende jetzt? Ich weiß nicht irgendwie, das soll so ein bisschen was erklären hier? Aktuell habe ich viel mehr Fragen als bevor diesem Spiel. So viel zu man bekommt, man lernt etwas über Mr. Aktentasche. Rise, Mr. Freeman. Rise and shine. Es ist ein geiles Spiel schon, aber es hat Stellen, wo ich mir einfach nur denke, scheiß Spiel! Wobei, es haben einige Spiele, von dem her. Aber ernsthaft. Mal gucken, ob ich mich noch erinnern kann, wo Half-Life 2 angefangen hat. Kann ich mich nicht mehr ganz... Oder doch, doch, das war doch das mit dem Zug. Da kann man doch mit dem Zug nach City 17. Irgendwie... Da fehlt was. Ganz ernsthaft. Du springst ein Portal, um irgendwas zu bekämpfen. Du weißt nicht, was du bekämpfst. Und du siehst auch nicht, was du bekämpfst, weil du tust es nicht bekämpfen, weil... Why so ever? Es ist einfach... Vorbei! Like this. Ich komme darauf gerade nicht klar. Ich komme darauf gerade nicht klar, dass das das Ende sein soll. Also dann, dass du dann ins Portal springst und dann, ist Sense. Weil ich meine, da fängt Half-Life 2 nicht an. Da fängt Half-Life 2 nicht an. Oder Half-Life 1 auch so Episode 1, Episode 2 mäßig was. Weil das hier... Nun ja, das ist, das kann man kaum ein Ende nennen. Also das Spiel an sich ist wirklich gut, also das sollte jemand mal gespielt haben, finde ich schon. Zumal es kostenlos ist. Und nun ja, man ist OP Gordon Freeman, wenn er auch so ein paar seltsame Waffen findet und so, ganz ernsthaft. Na, ganz ernsthaft, also ein paar Waffen sind so wegen, naja. Vor allem die Alien-Waffen. Die Hyorinmaru-Waffe wiederum ist sau cool. Also ja, hab Gefrierstrahl! To be continued. Kannst mich mal...
Ich will jetzt eine Fortsetzung. Ich will jetzt wissen, warum überhaupt, und schlag mich tot. Ich will's wissen. Warum endet es einfach so? Jetzt ernsthaft. Naja. Aber anscheinend war das wirklich das Ende. Also kann ich nur sagen, wir sehen uns in einem meiner anderen Projekte. Bis dahin. See ya, Leute.